So, Freunde, heute gibt es wieder mal einen Deli-Kupfer mit etwas CBD drin. Ich habe hier wieder von KDM Liquids den CBD-Schutz, der eigentlich für Vape ist, aber den kann man perfekt einfach in den Shisha-Kopf reintröpfeln. Ich habe hier die 1000-Milligramm-Variante, also die stärkste. Das heißt, man braucht dementsprechend weniger von den Schutz drin. Und ich habe auch noch einen kleinen Rest vom Adaya The 2-App. Ihr wisst ja, Doppelapfel bin ich im Moment gerade wieder ganz mies auf dem Trip. Ich hoffe, das reicht für einen Kopf, aber sieht eher schlecht aus. Ich baue heute hier im Alpaka Zyrook. Wenn das nicht reicht, muss ich mir gleich noch was zum Mischen suchen, aber ich schau mal, wie viel vom Tabak das da noch drin ist. So, wie gedacht, das hat jetzt überhaupt nicht gereicht. Ich habe jetzt nur etwa in diesem Bereich hier den Adaya drin, vielleicht 30%, fast schon tief umgeschmissen. Und den Rest habe ich hier mit dem neuen Almasiva Ghetto Cola aufgefüllt, Doppelapfel Cola. Keine Ahnung, ob das schmecken wird, aber ich mache jetzt auf jeden Fall noch so wieder um die 6-7 Tropfen rein vom CBD Liquid, weil das hilft dann schön beim Entspannen und Einschlafen. Und ja, dann spanne ich die Alufolie drüber und dann sehen wir uns gleich schon wieder beim Fazit. So, Freunde, dann komme ich auch schon wieder zum Fazit, also zum Geschmack. Den Doppelapfel schmeckt man leider kaum mehr durch, habe ich mir schon gedacht, weil ich habe ja sehr viel mehr vom Ghetto Cola reingemacht von Almasiva. Der geht jetzt leider etwas unter. Hätte mich wundern genommen, wie die Mischung schmecken wird zwischen Doppelapfel und Cola. Vielleicht teste ich das mal wieder aus, wenn ich wieder Doppelapfel habe, dann vielleicht halb-halb oder sogar noch etwas mehr vom Doppelapfel. Aber ja, schmeckt trotzdem sehr, sehr gut. Ghetto Cola, habe ich ja schon öfters gesagt, sehr nicer Cola-Tabak. Und ich habe übrigens gemerkt, dass es die Cola-Frösche in Deutschland gar nicht gibt. Also wisst ihr gar nicht, was ich gesagt habe, wenn ich meinte, die schmecken wie die Cola-Frösche, die Süßigkeiten. Aber ja, sehr, sehr leckerer Cola-Geschmack auf jeden Fall und das CBD merkt man auch schön. Ich werde danach schön ins Bett gehen und entspannt schlafen, wenn der Kopf fertig ist. Also das kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr Einschlafprobleme habt, sonst irgendwie Schmerzen oder sowas, probiert mal CBD aus. Bei mir funktioniert das auf jeden Fall. Und ja, dann war es auch schon für heute. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch und wir sehen uns morgen wieder.